Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Randomized Nassau Challenge mit mir, der Winkmann, beim letzten Mal sind wir übers Meer geschwommen. Toll, oder? Na, ja, wir haben neue Malvenfroh abgeschlossen und sind danach wortwörtlich zur Ostseite geschwommen. Denn bevor ich kann das Recap auch gleich machen, weil wenn man sich mal die Karte so richtig anschaut, sieht man, dass wir die ganze Zeit hier Malvenfroh, Graphitport, hier haben wir angefangen, Wurzelheim, Rosalstadt etc. pp. Wir waren aber die ganze Zeit nur hier im Westen. Jetzt wollen wir mal diesen verbotenen Osten mit Baumhausen City, Segrasulb. Ich weiß immer nicht, was Segrasulb, was Ulb überhaupt ist. Also Moosbach, Xeneroville, Prachtpolis und was haben wir hier noch? Flossbrunn. So, hier sind auch noch Städte, ne? Da waren wir die ganze Zeit nicht. Und da gehen wir halt jetzt für drei Orden und zwinker, zwinker die Pokelieder Prachtpolis. Prachtpolis? 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 Prachtpolis! So, so viel dazu. Unser Team. Ivan, der schreckliche Wasserflug. Trägt des Glücks sein, stärker zu werden. Fuchtlerbiss, Drachenwut und Eiseskälte. Wieso Eiseskälte? Wieso nicht Eiseskälte? John Cena! Trägt den Schwarzgurt. Sein Angriff ist Monster. Kann Karateschlag, Fußkick, Gesichte und Übelwurf. Gengar, unser Geistgift-Pokémon. Trägt den Bandsticker, um Geistattacken zu verstärken. Finsterfaust, Gigasauger und Giftschweif. Sowie Hypnose. Desoxy, unser Deoxys, unser legendäres Pokémon, trägt den Krummlöffel und hat natürlich Überwerte. Knirscher, Psychokinese, Nachtnebel und Teheheleport. Mrs. Krabs, unser Krebutak, Wasser- und Licht-Pokémon, trägt den Seidenschall momentan für Ivan momentan so übergangsweise. Surfer, Zerschneider, Stärke und Zertrümmerer sind bei ihm Programm. Jason, unser Tornupto, trägt auch noch das Glücksei, weil wieso nicht? Glut, Ruckzuckhieb, Finte, Flammrad, da geht auf jeden Fall noch mehr. Und das war's. Das war's. Wir waren gerade hier auf dem Weg, um zu gucken, was hier auf dem Weg so ist. Hey, Pokémon. Habe ich hier schon Pokémon gefangen? Scheiße, ich weiß nicht, ob ich hier Pokémon gefangen habe. Ich weiß nicht, ob ich hier schon ein Pokémon gefangen habe. Allein aus diesem Grund. Ich habe letztes Mal schon den Fehler gemacht, dass ich es gekillt habe. Ne? Deswegen mache ich jetzt genau das andere. Ja, es war ein Taubsi. Ich hätte gern Taubsi gehabt. Das kann fliegen, verdammt. Oh, das war vielleicht doch nicht so gut, Shadow einzusetzen. 27 ist aber auch echt nicht schlecht. Mrs. Krabs, komm du mal bitte. So, jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal. Ah, ich weiß nicht. Nee, das wird wahrscheinlich zu laut sein. Ach, ist das blöd. Hier ist es so warm. Ist es zu fassen? Kriegen wir das irgendwie hin? Dass ich nicht hier an einem Hitzetod sterbe. Ich mach mal hier ein bisschen. Ach komm schon. Ich mach das jetzt simultan. Ups, ich hab's Surfer eingesetzt. Hey, Surfer hat's nicht umgebracht. Und jetzt gucke ich nochmal auf den Bildschirm. Dann können wir ja jetzt doch noch einen Pokéball schmeißen. Denn wir versuchen jetzt einfach mal, ob wir es bekommen. Nein. Ja. Witzigerweise setzt Lashoking Aquaknarre ein, weil Psychoattacken nichts bringen gegen Unlicht-Pokémon. Ist das nicht schön? Witzig. Okay. Also wir haben jetzt nur in der Theorie ein Lashoking. Lashoking betreibt jeden Tag Forschung, um die Geheimnisse der Welt zu lüften. Dieses Pokémon vergisst aber alles, was es bereits herausgefunden hat, wenn das Muschas auf seinem Kopf abfällt.
Ja, möchte ich. Und zwar nenne ich ihn Brain. Eigentlich, weil Lamus bei mir immer Pinky ist. Natürlich war es jetzt letztes Mal Butt Bro, wegen Slow Bro. Aber wir haben Pinky und Brain und bei er ist klug und Lasho King. Lamus ist nicht ganz so klug. Aber hey, so Brain ist unser Lasho King. Pinky und Brain etc. So, und jetzt gucken wir mal. War das jetzt eine andere Route? Weil das weiß ich nicht. 118. Wir haben dann Azumare gefangen. Alles klar. Also durften wir hier nichts fangen. Das, ich zeige euch jetzt, wie ich damit verkehre. Weil wir müssen damit verkehren. Ich gehe auf meine Pokémon und werde Lasho King entlassen. Lasho King hat es im Prinzip nie gegeben. Das ist sehr schade, weil Lasho King mag ich eindeutig mehr als ein Azumarill. Aber hey, so sind die Regeln. Ich habe sie mir ausgesucht und es wird sich daran gehalten. Jedoch muss ich dazu sagen, Route 119 ist nicht weit. Also hey, wir gucken mal. Vielleicht finden wir Route 119 ja sogar. So, dich hatten wir schon, ne? Ja. Dich hatten wir auch schon. Haben wir? Ja, Zerschneider haben wir dabei. Sie, Zerschneider. Gefolgt von Hallo, du und deine Vogel-Pokémon. So, ein Vogelfänger mit einem Abra. Interessante Wahl, hätte ich jetzt gesagt. Wenn es nicht so sinnlos wäre. So, fangen wir einfach mal Biss an. Ah! Aber Abra schreckt zurück. Das ist schön. Aber Frechheit, dass er überhaupt überlebt hat. Aber Level 29 Abra, da ist Ivan ein bisschen geschockt, würde ich sagen. So, ein Relaxo. Was macht man, wenn man Relaxo sieht? Ganz klar, Eiseskälte. Es hat nicht geklappt. Relaxo setzt Kopfnuss ein. Braucht nochmal Eiseskälte und es klappt. Ein K.O.-Treffer. Wunderbar. Kein Level. Say what? Okay. Hier oben ist nämlich auch schon Route 119. Da dürfen wir dann endlich noch mal ein Pokémon fangen. Doch möchte ich trotzdem gucken, was es denn hier drüben so lauert. 123 dürfen wir ebenfalls ein Pokémon fangen. Und eventuell ein Item. Echt nicht? Oh, ist das denn die irreführend hier? Es ist natürlich die Frage, wo müssen wir überhaupt lang? Ich persönlich weiß es nämlich gar nicht, weil ich ja nicht so viel dritte Generation gespielt habe. Ich glaube, wir müssen Route 119, also hoch. Oder ne, ich glaube, es hat gar keinen Unterschied gemacht. Ne? Hier war doch der Bärengarten. Weil man hier im Endeffekt, jetzt muss ich schon mal auf den Pokénav, Karte, hier kann man irgendwie nicht durch oder so. Ich weiß es nicht. Wir müssen aber eh nach Baumhausen wegen dem Orden. Das heißt, was haben wir hier? Villa des Bärenmeisters. Ja, da war doch was. Aber da gehen wir vielleicht nachher hin. Ich bin gerade. Ah, es ist mir gerade nicht linear genug. Normal regt man sich immer auf, wenn es nicht linear ist. Wenn es linear ist. Und diesmal rege ich mich auf, dass es nicht linear genug ist. So geht es nicht weiter. So krass, du fängst in den Speichen des Rads. Radfahren ist hier nicht, aber ich fahre eh nicht mit dem Rad. Hier dürfen wir einen Pokémon fangen. Dafür werde ich also Shadow nach vorne setzen. Und Route 119 ist ein
Huch, jetzt habe ich einmal zu viel A gedrückt. Es tut mir leid. Aber ist doch ganz klar, was wir machen, ne? Ich fange an mit Hypnose. Wunderbar. Das Knuddeluff schläft. Und das Witzige ist, wir haben noch kein Pummeluff. Das heißt, wir können uns tatsächlich ein Knuddeluff fangen. Knuddeluff, gar nicht mal so schäbig. Besonders, weil es noch ein Normal-Pokémon ist und viele Normalattacken lernen kann. So wie Einigler und, ich meine, Walzer zumindest per TM. Und Walzer per TM zu lernen und Einigler davor einzusetzen, macht ein Igler, macht Walzer stärker. Ja? So sind die Regeln. Sprich, ein Knuddeluff mit Einigler und Walzer. Ich sag doch, und Einigler. Dabei ist es ein Igler. Ich weiß auch nicht, wo ich das her habe. Bin ich ganz ehrlich. Aber da ist er, der Einigler. Ich habe wohl früher einfach das Wort Einigler gelesen und habe mir nichts dabei gedacht. Und als mir dann irgendwann jemand einer gesagt hat, das heißt ein Igler von Igel. Mind blown. Wow. Sag ich nur. Wir machen mal einen Safari-Ball, weil der nicht so geil ist, um ehrlich zu sein. Ah, ich habe auch nicht damit gerechnet, aber hey. So, und ich habe Knuddeluff. Ich habe Knuddeluff geschrieben. Okay. Knuddeluff. Und es ist doch uns allen klar, wie man einen Knuddeluff nennt. Genauso wie man nämlich einen Pummeluff oder einen Fluffeluff nennt. Das ist doch so easy. Knuddeluffs Körper ist sehr dehnbar. Indem es tief einatmet, kann sich das Pokémon selbst aufblasen. Wenn es aufgepumpt ist, hüpft es wie ein Luftballon umher. Knuddeluff, das Ballon-Pokémon. Aber, weil es bekannt dafür ist, oder eher seine Vorentwicklung für Singen, nenne ich es ganz klar Taylor. Huch. Taylor Swift lässt grüßen. So, so viel dazu. Jetzt können wir aber mal gucken, wir müssen hier noch irgendwie durch, ne? Aber, boah, komm. Stürzen wir uns einfach mal rein. Hallo, der Mimikry-Zirkel. Mann, bist du ein schräger Typ. Nimmst du Drogen? Wie oft pro Woche? Käfersammler Forrest. Forrest Gump, der alte Käfersammler. Shadow ist immer noch vorne. Das ist eigentlich ein Fehler, das wollte ich nicht. Ist nicht so schlimm, Finsterfaust. Nice. Und somit, was ist das mit Forrest? Ja, du gibst auf, du hast kein Pokémon mehr. Amateur. Dann kommt doch wieder Ivan nach vorne, weil das wollte ich eigentlich. Wer bist denn du? Ich mag Evolutions. 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 Gibt es eigentlich ein deutsches Wort? Ich glaube ja, aber es klingt kacke. Fuchtler. Ne, also die Evolutions sind schon geil. Nachtara ist war jetzt nicht so einer meiner Favoriten.
War aber tatsächlich das, was ich meistens bekommen habe, wenn ich die zweite Generation gespielt habe. Weil mein Evoli dann gesagt hat, ey du da, ja, ich entwickle mich jetzt. Ne? Und wir haben natürlich dann immer mal um 10 Uhr abends gespielt, weil wie man das halt kennt. Und dann war es halt Nacht und dann hat dein Evoli dich plötzlich gemocht und dann war es Nachtara und kein Psyana. Dabei wollte man immer Psyana haben, wobei Nachtara theoretisch auf dem Blatt Papier das stärkere Pokémon ist. Mehr Verteidigung hat einen Typenvorteil gegen Psyana. Aber ich rede zu viel jetzt über Psyana und Nachtara, weil wir wissen alle, dass ein Aquana viel besser ist und dass das süßeste Glaciola ist. Punkt, aus, Ende. Meine Meinung. Apropos Evoli. Hab ich euch schon vorgestellt, das ist Evoli. Evoli ist 28 Jahre alt, entwickelt sich nicht, weil sein Trainer ein Arschloch ist. Dazu muss man aber sagen, Evoli kann Ruckzuckhiebe, es ist ein Normal-Pokémon. Das heißt, Evoli an sich ist auch gar nicht mal so schlecht. Und viele Fans warten eigentlich darauf, dass Evoli eine normale Level-Up-Evolution bekommt, die dann Normaltyp ist. Darauf warten so viele Leute. Das ist unglaublich. Ich würde gerne das Pokémon wechseln, weil ein Kamaup kommt und Ivan keinerlei Wasserattacken kann. Und genauso wie, ach, es muss noch ein Geist-Evolution kommen, es muss noch Stahl, es muss Käfer, alles kommt raus, was keine Miete zahlt. Aber da kam noch nichts. Sie haben jetzt mit der Feen-Evolution, haben sie jetzt weitergemacht, wo ich mir dann denke, Feen halt. Aber da fand ich die vierte Generation mit der Eis- und der Pflanzenentwicklung, das war nochmal was, fand ich. Und das ist halt, es ist halt so eine Frechheit, dass sie jetzt da diesen neuen Typ macht und der bekommt sofort eine Evolution. Aber ein Stahl-Evoli, das haben wir noch nicht bekommen. Oder ein Drachen oder was weiß ich. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber hey, Evolis sind cool. Wenn ich ein Haustier haben möchte, dann wäre es ein Evoli. Weil Evoli an sich ist nicht wirklich gefährlich. Es sondert an sich noch keine Flammen oder Elektrizität aus. Aquana wäre noch geil. Weil was willst du ein bisschen Wasser machen, ne? Serau! Und hey, ein Käfersammler. Hallo, Käfersammler. Aber ich kenne dich auch nicht. Lass uns kämpfen. Alles klar, Freund. Dun, 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 aha. Pi, 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 pi. Sorry. Ich habe aber ein Pipi, fällt mir ein. Knuddeluff hatte ich nicht, aber ein Pipi habe ich. Pipi Blocks be... Ah, ne, falsch. Falsches Lied. 3x3 macht... Ne. 2x2 macht 9. Widi, widi, mit. Und 3 macht... Ne. 2... Ach, keine Ahnung. 3x3 macht 6. Widi, widi... Ne, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das Lied geht. Sweet. Ich weiß gerade nicht, welches Typ Suicune hat, ob es Eis oder Wasser war. Ich glaube nämlich Wasser und dann hätte ich Shadow. Bei Eis hätte ich John Cena eingesetzt. Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt. Hey, Baby Blocksberg. Du kleine Hexe. Komm, ich zeig dir einen Mashup-Song. Ja, da sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie beißen geschwind wie Suicune diese Bitch. Das darf ich sagen, weil Bitch ist ein weiblicher Hund. Suicune hat zwar kein Geschlecht, aber es ist ein Hund. Also nah dran. Es ist nämlich aber auch kein männlicher Hund. Bäh. Hey du, bist du auch ein Trainer? Ne, den Mimikry-Zirkel mag ich nicht. Den hatten wir schon mal. So, hallo du. Ach, ist das der Mimikry-Zirkel? Was ein schräger Typ. Ach, jetzt habe ich es kapiert. Die Leute gucken dich nicht an.
Weil das ein Mimikry-Zirkel ist. Kapiert? Die gucken immer in die gleiche Richtung, wo du auch hinguckst. Und wenn du natürlich auf die zugehst, gucken die dich nicht an. Wenn du natürlich dann weg von denen gehst, gucken die dich an. Witzig, oder? Finde ich zumindest. Und ich finde dumme Sachen witzig. Blutsauger, witzige Geschichte. Ich habe jetzt die 7. Generation mal gespielt. Ist gar nicht mal so schlecht. Ich habe tatsächlich schon eine schlechtere Pokémon-Generation gespielt als die 5. Die 7. war wirklich nicht so schlecht. Und witzige Sache. Blutsauger hat plötzlich 80 Base Attack. Was? Ja. 80. Das ist jetzt eine der stärkeren Käferattacken. Ist das nicht brutal? Dafür kann es nicht mehr jeder Spast lernen, um ganz ehrlich zu sein. Blutsauger wurde also besser und dafür aber auch seltener. In Anführungsstrichen selten.